Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Doom Eternal unter Linux mit Wine. In der letzten Folge haben wir uns initial hier ein bisschen im Supergore-Nest rumgeprügelt und haben einen von drei Schlüsseln gefunden, die wir da oben auf so einem komischen Podest liegen. Hier so. Da so reinstopfen. Den gelben haben wir gefunden. Blau und rote fehlt uns noch. Ja, genau. Das Ganze machen wir, um halt wahrscheinlich auch Hinweise unter anderem zu finden, wo der dritte Höllenpriester versteckt sein könnte, weil der wurde ja versteckt und deswegen sind wir jetzt hier und schauen uns ein wenig um. So sieht's aus. Aber müssen sie eigentlich sterben durch den Haken oder reicht es auch, wenn man sie da, wenn man die einfach anderweitig umnutzt währenddessen? Egal, 19 von 50. Ja, da bin ich auch immer noch bei, dass ich hier diesen Fleischhaken ein bisschen aufgepumpt kriege. Okay, da ist noch zu. Ah, Fackenmankobus. Und einer von denen. Unsichtbar auch noch. Fuck, 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 fuck. Häng doch nicht an der Wand fest. Ist halt verdammt eng hier. So. Das machen wir auch noch. So, einmal so. Verdammt. War schon ziemlich eng in dem Räumchen und dann noch zwei von diesen Nervensäge-Dingern. So. Ha? Ach so. Aha, klar. Ich war gerade nur verwirrt von diesem komischen Lichtstrahl, der da rauskam. Rüstung für Blut. Bei maximaler Rüstung laden Rüstungspunkte den Blutrausch wieder auf. Was ist doch gegen dieses... Achso, gegen dieses... Bei maximaler Gesundheit hast laden alle Gesundheitspickups und Blutrausschlag wieder auf. Was haben wir hier? Nochmal ein bisschen mehr Munition und ein bisschen mehr Magnetgedöns. Ja, finde ich gut. Sei ihr Sklave. Die Nachricht der UIC. Eine Nachricht der UIC. Ach du, nee, ich sind dann doch andere Berufswünsche. Dies ist das Herz des Nests. Es hat Wurzeln im Hauptgenerator dieser Einrichtung geschlagen. Reaktivieren Sie diesen, um das Nest zu zerstören. Sagen, geh mal nicht auf den Sack mit deinem scheiß Schutzschild. Das erinnert mich halt mega an Quake 4. Da gibt es, glaube ich, auch so eine Szene, wo so ein riesiges Monsterherz kaputt machen musst. Waffenpunkt erhalten. Achso, Begegnung. So. Machen wir Batterien unserer Shankern endlich. Oder demnächst. Jetzt noch nicht. Ein Codex. Was sagt der uns denn Schönes? Superblutnest. Berichtsdatei ARG, ARR, bla, was auch immer. Sicherheitsstufe rot. Bericht anfangen. Operation LOG AAR. Wie Erfolg. Wie folgt. Aufgrund von Meldungen über die Präsenz von UAC-Kultisten am Lok-Reaktor versuchen die Aufklärungsteams Infil Gamma und Infil Hector, Infiltration, aha, sich Zugang zu Lok zu verschaffen und die Situation einzuschätzen. Ihre letzte Übertragung wies auf ein massives Auftreten von Dämonen hin. Die über
Kontinuumtore, sprich Höllenportale, in die Reaktoranlage eingedrungen. In einem Notfalltreffen des globalen Rats wurde eine sofortige Antwort der ARK auf die Situation im Lockreaktor abgesegnet. Die vereinten Koalitionsstreitkräfte umfassten 4 US-Kampfmechdivisionen, die Con-EUR Langstrecken-Marineartillerie, 27 US-Nightbird-Apaches, 3 NATO-Sturmtrupp-Bataillone, 2 Con-EUR Levitank-Eingreifdivisionen und 18.000 Special Forces-Einheiten der Koalition. Das anfängliche Bombardement der LMA führte zu einer direkten Reaktion der Invasionskräfte. Eine geschätzte Anzahl von 80.000 DP-013G-Einheiten, sprich Gargoyles, attackierten die Flotte, versenkten 32 Schiffe und setzten weitere 78% der Flotte außer Gefecht. Die übrigen Schiffe zogen sich auf eine Position rund 32 Meilen vor der Küste zurück, außer Reichweite der Gargoyles, aber auch zu weit entfernt für einen Artillerieeinsatz. Nach Abzug der Flotte leiteten Kampfmechs und Apache eine Nahfeueroperation gegen den Reaktor ein, während Sturmtruppen und Spezialeinheiten eine rückseitige Infiltration versuchten. Mehrere Verbände gelangen in den Reaktor, wo die Dämonen bereits ein DP-136-Nest, sprich Superblutnest, errichtet hatten. Wenngleich Blutnester schon von vielen anderen Invasoren gemeldet wurden, handelte es sich bei diesem um das bislang größte. Das Nest bildet sich direkt um den Reaktor. Mehrere tausend IFF-Signale sind am Ort des Nestes angehäuft, was darauf hindeutet, dass die Dämonen unsere gefallenen Truppen als Teil ihres bioorganischen Kontinuum-Tors einsetzen. Ew. Im Moment wird das DP-136-Nest als ursprünglicher Einfallsort der Invasionskräfte betrachtet. Ohne Zerstörung des Kontinuum-Tors sehen die Analysten keine Möglichkeit, den Strom der Angreifer einzudämmen. Empfohlene Reaktion TNV, totale nukleare Vernichtung. Bericht Ende. Ja, gut, ne, wir sind ja zwar jetzt nicht unbedingt eine Atombombe, aber... Ach, das ist eine Lampe. Ich habe zuerst für was anderes gehalten. Aber ich denke mal, so als Doomslayer lässt sich da schon irgendwas einrichten. Gut. Dann nehme ich den Plasma-Gun, wenn er mit solchen kleinen Kackdingern hier auf den Sack geht. So. Ich wollte es eigentlich gut lösen, aber nein. Ihr Dämonen wisst ja mal wieder alles besser. Ist ja immer so. So. Strahlenschutzanzug finde ich gut. Da ist nix. Auch immer diese komischen Dinger hier überall aufbauen. Ah, da ist eine Dingsbums-Batterie. Ist hier noch irgendwas? Oh, da sieht doch verdächtig aus hier. Ach. So kommt man zur Batterie. Sehr schön, sehr schön. So. Autsch. Habt ihr das halt auch gesehen? Das Ding hat sich aufgehört zu drehen, bevor wir erst in den Raum reingekommen sind, ging es weiter nach da oben. Ach. Das glaube ich, kriege ich irgendwie nie hin, das einzuschlagen und dann da reinzuhüpfen. Da bin ich irgendwie immer so doof zu. Wo es eigentlich einfach ist. Einfach schlagen und einmal nach vorne sprinten. Ne, schlagen und nach vorne sprinten. Keine Angst. Ist ihre Seele einmal verzehrt, wird ihre Angst vergehen. Okay, ja. Pff. Macht irgendwie halt auch schon Sinn. Aber ist halt die Frage, ob man da jetzt so Bock drauf hat, ne? Ah, Secret Encounter. Den machen wir doch gerade mal.
fehlt ja doch immer noch einer. Toll. Na, warum mache ich jedes Mal die Glory Kills? Die kosten unnötig Zeit. Boah, close. Gut, dass gerade meine Dings noch aufgeladen war, die, oh, Waffe, die wir haben. Ah, ein Mini-Dingsbums Revenant. Wie niedlich. Das war echt close. Das wäre ja fast schon wieder schiefgegangen. Ein unnötiger Munitionsverbrauch natürlich auch noch. Ah, hier müssen wir hoch. Ein bisschen zu weit. Hoch. Ach, der rote Key, der ist er ja. Roter Blutschlüssel. Zur Herzkammer. Los, komm her, kleiner Mann. Aua. Ach Junge, lass mir doch mal jetzt ein bisschen Platz. So. Kackvieh. Muss mir auch schon ein bisschen Bewegungsfreiraum lassen, ne? Ich mag das nicht, wenn du mich so einlinkst. Ich sage, das sieht verdächtig aus. Uhu, Münze. So. So, ein bisschen Munition. Die haben wir voll. Schöne Sache, schöne Sache. Na dann. Und nach unten. Chaine Gun. Gleich mal direkt hier an dem Typen testen. Wunderbar, wunderbar. Dann geht er immer nicht so auf den Sack. War das alles? Nur hier, dieses Ding in hier? Oh wow, okay. Schön. Schön, schön, schön. Damit kommen wir zur Herzkammer. Das ist auch schon mal gut. Der Generator ist inaktiv. Aktivieren Sie zwei nahe Kontrollterminals, um den Strom manuell komplett wiederherzustellen. Ich entriegele den linken Terminalraum. Ja, wäre ja sonst zu einfach gewesen, nicht wahr? Auf geht's. Strom wiederhergestellt. Aktivieren Sie noch das zweite Kontrollterminal, um das Nest zu zerstören. Ja, natürlich können wir nicht direkt durch diese Tür hier durch. Es ist nicht möglich, diese Tür zum zweiten Terminal zu öffnen. Suchen Sie einen alternativen Weg. Ach, war ja klar, sonst wäre es ja auch zu langweilig gewesen, nicht wahr? Erstmal den hier, bevor er wieder wach wird. Oh, die Automap. Das war jetzt ja eine kurze Begegnung. Fliehen Sie nicht vor unseren sterblich gehandicapten Gästen. Seien Sie unseren neuen Freunden gute Gastgeber. Okay, und was bedeutet das, gute Gastgeber zu sein? In diesem Zusammenhang. Gesperrt. Oh, da ist ein Vega-Ding. Oh, Doppelkill. Ach, je. Wenn du mir weiter auf den Sack gehst. Oh, der ist mit seinem Schild explodiert. Ah, okay. Ja, da ist das Vega-Ding, aber da kommen wir gerade nicht rein, weil das Ding hier noch zu ist.
Vielleicht, wenn wir das hier aktiviert haben? Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Dann nehmen wir mit. Natürlich hier für den hier. Da gab es doch hier, genau, das mobile Geschütz. Das macht ja eine Menge Damage, aber das schützt einen ganz gut. Das, ich glaube, ich probiere das mal aus. Das habe ich fast nie benutzt. Ein Energieschild. Keine Munition mehr. Naja, das ist natürlich ein anderes Problem. Dass wir keine Munition haben. Oh, das sind... Oh, oh. Das sind Personen mal gewesen. Ich hätte es gar nicht erkannt bei dem ganzen organischen Matschekram, was hier rumliegt, dass das Menschen sind oder zumindest auch Überreste davon. Ist schon krass. Ist schon ein bisschen krass. Ach je. Ein Totem. Die Frage, wo? Habt ihr euer Totem versteckt? Ah. Extra Leben und dabei fast draufgegangen. Ach, da ist es ja. Eigentlich wäre es nur, wenn wir hier unten noch ein bisschen aufräumen. Nicht noch mehr Viecher, waren das nur die paar? Oh, da hängt einer an der Lampe, an der Dings, an der Ampel, wollte ich sagen. Na gut, Ampel ist auch eine Lampe. Auch wenn sie weniger zum Lichtmachen gedacht ist. Ja, das wird ein schöner Sprungparcours hier. Oh. Das nehme ich auch noch gerne mit. Ach so, da haben wir das extra Leben geholt und dann sind wir hier natürlich gelandet. Ah, verstehe. Dann haben wir ein paar merkwürdige Abkürzungen genommen, die dann zu meiner kompletten Verwirrung geführt haben. Naja, gut. Anders ist es auch nicht so schwer, mich zu verwirren. So, da müssen wir ein bisschen ein paar Steine in Bewegung setzen. Und die Münze mitnehmen. Die kann man es nicht entgehen lassen. So. Predator-Anzugspunkt erhalten. So, muss ein bisschen anders hinsetzen. Meine Schulter juckt, das ist unpraktisch. Da komme ich nämlich vorstellig dran. Geht schon, geht schon, geht schon. So. Oh, wie hier oben ist nix. Ist hier irgendwas? Außer Schmerzen. Die UAC, dein Blutopfer von heute, dient einem besseren Morgen. Hä? Ist der jetzt nur gewesen, damit man hier darüber kann? Wow, das hättest du gar nicht gebraucht, den extra. Die extra Kiste da noch mal kurz angezündet, weil es so schön war. Alter, Junge! Das war knapp. Gut, da kann man drauf stehen. Irgendwie das Gefühl, dass hier noch was sein könnte. Aber... Doch, eine Sentinel-Batterie ist hier noch.
Die sind aber dann da oben. Na, da ist sie ja. Gewinnen Sie neue Perspektiven. Finden Sie neue Freunde. Erreichen Sie neue Höhen. Kommen Sie heute noch zum offiziellen sterblich gehandicapten Besucherbegrüßungskomitee. Sterblich gehandicaptes Besucherkomitee. Vor allen Dingen neue Höhen erreichen. So ein Gargolyten kann ich mir da schon vorstellen, dass das geht. Haha. Wie hier, Doom 3 Main Theme. Oh, ich liebe ihn. Ich liebe den Doom 3 Main Theme. Der ist toll. Wunderbar. Na, guck mal hier, noch so ein schönes Kristallding. Gegner, die mit unter Einfluss von Spezialwaffen getötet werden, senken die Aufladezeit? Ach so. Naja, ist mir zu kompliziert. Halte Maus 2 in der Luft, um die Zeit kurzzeitig zu verlangsamen. Wenn die Rune komplett aufgebraucht ist, musst du warten, bis sie wieder aufgeladen ist. Bewegungsgeschwindigkeit in der Luft. Ja gut, ich meine, wir können eh nur 3 Runen tragen, deswegen ist das jetzt erstmal hinfällig. Aber dennoch okay. So, okidoki. Da geht's weiter. Wir haben schon 22 Minuten voll. Demnach sage ich dann für heute, vielen Dank fürs Dabeisein, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, auf Wiedersehen und tschüss.